Die Grundsicherung ist sozusagen das Hartz IV für Rentner. Anspruch kannst du nur haben, wenn du eine wirklich kleine Rente hast, und mit der Grundsicherung kannst du die dann auf Hartz IV-Niveau aufstocken. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen bis zu 446 Euro jeden Monat mehr zur Verfügung zu haben. Herzlich willkommen beim Sozialverband Schleswig-Holstein. Allein bei uns im nördlichsten Bundesland gibt es etwas mehr als 20.000 Rentnerinnen und Rentner, die von der Grundsicherung im Alter leben müssen, weil die Rente, die eigene Rente, also nicht zum Leben reicht. Früher war es so, dass egal mit was für einer Rente du dahin gekommen bist zum Sozialamt, dass alle mit dem gleichen Geld nach Hause gegangen sind. Das ist aber nicht mehr so. Mittlerweile gibt es sogar zwei Freibeträge, mit denen du die Grundsicherung erhöhen kannst. Schon seit 2018 gibt es einen Freibetrag für die private Vorsorge. Wenn du also mit einer Riester-Rente oder einer Rürup-Versicherung, betrieblicher Altersvorsorge oder mit irgendeiner anderen privaten Rentenversicherung vorgesorgt hast, dann kannst du davon jetzt in der Grundsicherung zumindest einen Teil behalten. Bis zu 223 Euro. Die Faustformel dazu lautet: Die ersten 100 Euro aus deinen privaten Ersparnissen, die bekommst du immer zusätzlich. Alles, was darüber ist, darfst du zu 30% behalten. Maximal eben 223 Euro. Dieser Betrag kommt deswegen zustande, weil er genau die Hälfte vom Regelsatz aus Hartz IV oder Grundsicherung ist. Der ist in diesem Jahr 446 Euro, die Hälfte davon sind 223 Euro. Der Haken an der Sache ist, die Grundsicherung bekommt man ja nicht ohne Grund, sondern in der Regel finden wir hier Menschen, die viele Jahre lang gar nicht arbeiten konnten oder zumindest so wenig verdient haben, dass sie am Ende dann Grundsicherung beziehen müssen. Und diese Menschen haben in der Regel nicht unbedingt Geld übrig, um eine private Versicherung zu besparen. Und deswegen zieht dieser Freibetrag in der privaten Versicherung in der Praxis nicht wirklich. Dazu kommt, dass bis 2018 diese Einkünfte aus Riester und Co. komplett in der Grundsicherung aufgegangen sind. Das wussten natürlich auch die Niedrigverdiener und haben dann meistens rechtzeitig ihre Verträge gekündigt. Umso wichtiger ist deswegen die Regelung, die neue Regelung, die ab diesem Jahr greift. Seit 2021 gibt es nämlich auch einen Freibetrag für die gesetzliche Rente in der Grundsicherung. Auch wieder bis zu 223 Euro pro Monat. Endlich und auch überfällig. Nur leider hat auch diese Geschichte wieder einen Haken, denn den Freibetrag zur gesetzlichen Rentenversicherung, den kannst du nur in Anspruch nehmen, wenn du auf deinem Rentenkonto mindestens 33 sogenannte Grundrentenjahre vorweisen kannst. Was das mit der Grundrente zu tun hat? Ganz einfach, dieser neue Freibetrag ist im Rahmen der ganzen Gesetze zur Grundrente mitbeschlossen worden. Und deswegen zählt eben merkwürdigerweise auch hier in der Grundsicherung diese 33-Jahres-Regel. Mehr zur Grundrente und wie sich diese 33 Jahre zusammensetzen können, habe ich in einem eigenen Video erklärt, das findest du hier oben in der Ecke. Was bedeutet das jetzt konkret? In der Grundsicherung finden wir ja, das haben wir gerade schon mal angesprochen, vor allem Menschen, die lange Jahre wenig oder gar nicht arbeiten konnten. Und viele von denen schaffen es sicherlich auch nicht auf diese 33 Grundrentenjahre, sodass auch der neue Freibetrag sicherlich viele Leute übergehen wird. Schließen möchte ich aber mit einer positiven Meldung. Auch wenn das Phänomen im wirklichen Leben wahrscheinlich ziemlich selten vorkommt, wenn du privat vorsorgen konntest, auf 33 Jahre Grundrentenzeit kommst und trotzdem eine kleine Rente hast, sodass du Anspruch auf Grundsicherung hättest, dann könntest du bis zu 446 Euro monatlich zusätzlich zur Grundsicherung behalten. Falls
das auf dich zutreffen sollte, dann würde ich mich echt freuen, wenn du uns in den Kommentaren schreibst oder direkt an mich über Instagram, denn ich kann mir vorstellen, dass das so selten, vielleicht machen wir da doch mal eine eigene Geschichte draus. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen für dein praktisches Leben weiterhelfen. Ich freue mich, wenn du uns positiv bewertest, den Kanal abonnierst und vielleicht sehen wir uns dann schon beim nächsten Mal wieder.